Er ist der dritte, nach Joachim Gauck und Marianne Birtler, der dritte Chef der Stasi-Unterlagenbehörde. Oberster Stasi-Aufklärer der Republik, Roland Jahn. So will es der Bundestag. Mit Ja haben gestimmt 535 Abgeordnete. Herr Roland Jahn hat damit die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Er ist damit zum Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gewählt. Überzeugendstes Argument für seine Wahl sein ungewöhnlicher Lebenslauf. Roland Jahn kennt sich aus mit der Staatssicherheit. Früh gerät er in ihr Visier, wird als Staatsfeind eingestuft. Also ich bin ja nicht als Staatsfeind geboren worden. Ich wurde sozusagen zum Staatsfeind erzogen. Die thüringische Universitätsstadt Jena. Hier wird Roland Jahn im Sommer 1953 geboren. Die Eltern sind parteilos, verhalten sich aber loyal zum Staat. Alles ganz normal, auch bei Sohn Roland. Pioniere, Fußballclub, eine geradlinige DDR-Biografie. In der sind lange Haare, die Rolling Stones und Westklamotten nicht vorgesehen. Rebellieren oder marschieren. Der Teenager Jahn bekommt erste Probleme. Wir waren ganz normale Jugendliche. Wir wollten Party machen. Party machen, so wie wir es dachten. Und das haben sie nicht zugelassen. Bei den Klassenabenden sollte dann mehr Ostmusik gespielt werden. Freunde von mir wurden richtig aus dem Unterricht geschmissen, weil sie zu lange Haare hatten. Das konnte ich nicht hinnehmen. Da habe ich mich beschwert. Da bin ich gereist nach Berlin ins Ministerium und habe gesagt, wieso dürfen wir keine langen Haare tragen? Ja, und das Ergebnis war, dass wir am Ende lange Haare tragen durften. Ich habe gesehen, wenn man sich zur Wehr setzt, dann kann man was verändern. Jena in den 70er Jahren. Unter den langen Haaren steckt Widerspruchsgeist. Zu Hunderten ziehen Studenten, Lehrlinge, Unangepasste am 1. Mai über die Thüringer Berge und nicht an der offiziellen Tribüne am Markt vorbei. Es ist eine Opposition, die Spaß macht, die demonstriert, wir warten nicht auf staatlich gewährte Freiheiten, wir nehmen sie uns. Die Staatssicherheit ist alarmiert. Längst hat sie den Studenten Roland Jahn als feindlich-negative Person ausgemacht. Als der 1976 die Ausbürgerung Wolf Biermanns kritisiert, fliegt er von der Uni. Gegen sein Bildungsverbot protestiert Roland Jahn einfallsreich mit einer Postkarte. Ich habe versucht, Spielräume auszureizen. Ich habe immer Aktionen gemacht, die strafrechtlich nicht so einfach zu fassen sind. Wenn ich am 1. Mai mit einem weißen Plakat demonstriere, da kann man mich nicht so schnell einsperren. Da hat man es schwer, mir zu unterstellen, ich würde gegen den Staat auftreten. Aber die Menschen, die das gesehen haben, die haben alle begriffen, was es bedeutet. Nämlich, dass ich protestiere gegen die Einschränkung der Meinungsfreiheit. Das Gesicht, halb als Stalin, halb als Hitler geschminkt, nimmt Roland Jahn, neben Jenas Politprominenz stehend, die Parade ab. Eine andere Mai-Jubelfeier, eine andere Protestaktion. Die Staatssicherheit reagiert auf den friedlichen Protest der Jenaer Bürgerrechtler mit zunehmender Härte. 1981 wird ein guter Freund von Roland Jahn, Matthias Domaschk, tot in einer Zelle aufgefunden. Selbstmord? Was tatsächlich nach den Verhören im Stasi-Knast geschah, ist bis heute unaufgeklärt. Die Zeit, als Opposition Spaß machte, ist vorbei. Das war ein Schock. Plötzlich merkte man, das ist nicht alles nur Spaß und Show, auch nicht nur Gefängnis. Es kann darüber hinausgehen. Es ist noch eine Spur existenzieller, als wir es dachten. Wir spielen nicht nur Katz und Maus, wir können auch mal gefressen werden. 1982 wird Roland Jahn verhaftet. Sein Vergehen? Eine Fahne der verbotenen polnischen Gewerkschaft Solidarność hängt an seinem Fahrrad. Für die Stasi ist Roland Jahn Gift. Gift gehört für sie in den Giftschrank. Und der muss abgeschlossen werden. Als ich im Knast saß und bekam nach einigen Monaten die Fotos meiner dreijährigen Tochter in die Hand, da rollten mir die Tränen. Da fragte ich mich schon, hat sich das gelohnt, für ein Stück Meinungsfreiheit, das Glück mit deiner Familie zu verzichten? Roland Jahn lebt damals mit Petra Falkenberg zusammen. 1979 kam Tochter Lina auf die Welt. Petra Falkenberg gehört wie er zur Jenaer Oppositionsszene.
Auch sie wird verhaftet. Da gibt's einen Stasi-Typen, den nannten wir den Lächler. Und der, wo die mich dann verhaftet hatten und die Tür hinter mir zugefallen ist, hatte der zu mir gesagt, ja, Freund Falkenberg, der rote Faden zieht sich schon lange bis hierher und jetzt endet es. Und man kann sich das nicht vorstellen, wie das ist, wenn du in so ein Gebäude reinkommst und dann so richtig so fertig gemacht wirst, ne? Die haben zum Beispiel abends haben die mich da sitzen lassen und haben das Sandmännchen angestellt im Radio, ne? Also da denkst du ja gleich an dein Kind, was ist denn da? Ich wusste ja überhaupt nicht, ob das alles gut geht, ne? Internationale Proteste sorgen dafür, dass Roland Jahn und Petra Falkenberg schließlich entlassen werden. Viele aus der Jenaer Szene sind in den Westen ausgereist. Jahn aber will bleiben. Erich Mielke sieht das anders. Er ordnet an, der Mann muss weg. In einer Nacht- und Nebelaktion wird Roland Jahn in einen Zug gesetzt, der Richtung Westen fährt. Ich wurde dann gefunden im Zug, im letzten Abteil abgeschlossen, hat man mich dann in Bayern rausgeholt. Und ich musste ihnen erklären, dass ich hier gewaltsam eingesperrt worden bin. Das konnten die gar nicht glauben. Dass man einen Menschen wie ein Stück Frachtgut von Ost nach West transportiert, einfach so, gegen seinen Willen, das war unvorstellbar. Der spektakulärste Rausschmiss seit der Ausbürgerung Wolf Biermanns ist Thema Nummer 1 in der Tagesschau. Die DDR hat zum ersten Mal ein Mitglied der Jenaer Friedensbewegung gewaltsam ausgebürgert. Nachdem in den vergangenen Wochen schon 20 Pazifisten in die Bundesrepublik kamen, traf heute Morgen der 29 Jahre alte Roland Jahn am bayerischen Grenzübergang Ludwigstadt ein. Am nächsten Tag bin ich dann durch die Straßen und sah in den Zeitungen die große Überschrift: Erstmals junger Deutscher mit Gewalt aus der Heimat gebracht. Und das war ich. Das war ich auf dem Foto und ich konnte es gar nicht begreifen. Ich war plötzlich wie auf einem anderen Planeten. Roland Jahn will zurück in seine alte Heimat. Für solche Fälle hat schon Walter Ulbricht vorgebaut. Die Mauer hält auch Ausgebürgerte draußen. Jahn siedelt sich in West-Berlin in Kreuzberg an, stellt Kontakte zu westlichen Politikern und Journalisten her, versorgt sie mit Informationen aus der DDR. Er fängt kein neues Leben an, er führt sein altes weiter, nutzt seine Möglichkeiten, um auf Veränderungen in der DDR hinzuwirken. Radio Glasnost. Eine Sendung aus und über die DDR. Zum Ärger Erich Mielkes mischt sich Roland Jahn über UKW in die inneren Angelegenheiten der DDR ein. Und ich habe dann angefangen, nicht nur mich auf Radio und Zeitungen, die ich rübergeschmuggelt habe, zu konzentrieren, sondern für mich war wichtig Fernsehen. Mit Fernsehen erreichst du die Masse der Menschen. Das deutsch-deutsche Politmagazin Kontraste vom Sender Freies Berlin bietet sich an für das, was Roland Jahn will. Der Journalist Peter Wensierski nimmt ihn mit in die Redaktion. Zusammen wollen sie öffentlich machen, was die DDR-Oberen unter dem Deckel halten. Roland und ich, wir passten einfach als Ost-West-Team wunderbar zusammen. Er war vielleicht am Anfang der Informant, aber dann auch zunehmend der Mitgestalter von Filmbeiträgen. Er hatte den Kontakt auch zu den Oppositionellen. Westdiplomaten schmuggeln Videokameras über die Grenze. Empfänger sind Oppositionelle wie Siegbert Schäfke und Aram Radomski. Die ziehen mit der Kamera los, um ungeschönte, reale Bilder aus der DDR zu liefern. Der Kontakt zum Verbindungsmann im SFB, Roland Jahn, läuft immer nur über das Telefon. Ganz verschlüsselt haben wir am Telefon gesprochen. Männer waren Frauen, Frauen waren Männer, ganz einfach. Und das beste Beispiel ist immer, Bärbel Bohley war der Italiener am Telefon. Wir entwickelten immer so kleine Szenarien, was wir machen könnten, wie wir den Finger in die Wunde dieser Diktatur legen können. Und das ging dann relativ schnell, das Vertrauen zu finden. Er besorgte die Technik, ich besorgte die Ideen. Ich sagte immer damals, wir waren ja auch irgendwie, haben ja auch gearbeitet wie Stasi, bloß anders auf der anderen Seite.
Im Westfernsehen können die DDR-Bürger sehen, wie es um das eigene Land steht. Zum ersten Mal erfahren Ostdeutsche vom fahrlässigen Uranabbau, von Umweltzerstörungen ohnegleichen. Zunehmend trauen sie sich, ihre Meinung auch öffentlich zu sagen. Wenn man dann die Innenstadt verlässt und Richtung Osten fährt, dann bricht sowieso alles zusammen. Leipzig, eine Stadt auf Abriss. Die hässliche Wahrheit kommt in den Berichten des DDR-Fernsehens nicht vor. Wir haben Leute gezeigt, die Zivilcourage hatten, unter schwierigsten Bedingungen. Bärbel Bohley kannte in Zwickau damals keiner. Es gab keine Öffentlichkeit, es gab keine Veröffentlichungen in der DDR selber. Diese Opposition musste sich transportieren und sie musste transportiert werden. Wir haben den Transport geschafft, indem die Leute dann in Zwickau gesagt haben, na, das ist ja ein tolles Ding, was die da machen. Also da gehört ja ganz schöner Mut dazu, aber vielleicht versuchen wir es auch mal. Sie versuchen es. 70.000 demonstrieren im Herbst 1989 in Leipzig für Demokratie und Menschenrechte. Und Schäfke und Radomski drehen. Der Fall der Mauer ist nur noch eine Frage von Wochen. Als sie tatsächlich fällt, ist Eile angesagt. Roland Jahn ahnt, die Stasi will brisantes Material vernichten. Mit einem Kontraste-Team dringt er ins Allerheiligste des DDR-Geheimdienstes vor, in das zentrale Archiv. Millionen von Opferakten, angelegt von Mitarbeitern der Staatssicherheit, unter den Akten auch die von Roland Jahn. Seit Mitte der 70er Jahre hat die Stasi ihn observiert. Der letzte Eintrag ist vom Dezember 1989. Auch in West-Berlin behielt sie ihren Hauptfeind fest im Blick. Erich Mielke wollte den Rausgeworfenen gewaltsam in die DDR zurückholen. Die Zeiten ändern sich. Jetzt sind die Bürgerrechtler dran, Fragen zu stellen. Doch die Täter entziehen sich, sie tauchen unter. Roland Jahn spürt sie auf. Wer sind Sie denn überhaupt? Wir sind vom Sender Freies Berlin. Na, also kommen Sie, bitte. Wir wollten gerne mal wissen, wie das war mit Ihrer Mitarbeit beim Stadtsicherheit. Würden Sie bitte aufhören? Sind Sie Offizier? Nein, würden Sie bitte aufhören. Menschen, die einen ganz normalen Spaziergang am Brandenburger Tor machen, werden von Ihnen verurteilt wegen Störung der Öffentlichkeit. Warum machen Sie mich für Straftatbestände verantwortlich? Ich habe Sie nicht ins Strafgesetzbuch lanciert. Das war nicht ich. Wir haben ein paar Fragen an Sie zu Ihrer Tätigkeit als Stasi-Offizier. Was soll denn sowas? Na, wollen Sie keine Stellung dazu nehmen? Nee. Viele haben immer gesagt, ja, der Jahn, das ist so ein Stasi-Jäger vielleicht. Aber genau das war ich nicht. Ich habe es nicht ertragen, dass diese Stasi-Leute sich hinstellen und lügen. Und das hat mich gereizt, zu recherchieren, bis ich die Karten auf dem Tisch hatte. Und sie mussten es zugeben. Und das werde ich auch weiter tun. Nur nicht mehr aus diesem Büro im 6. Stock des RBB. 25 Jahre war er hier als Journalist zu Hause, war mutig, konspirativ, einfallsreich und frech. Jetzt wechselt Roland Jahn die Seiten. Künftig muss er als Behördenleiter seinen ehemaligen Kollegen Rede und Antwort stehen. Die lassen zum Abschied für ihn die Korken knallen. Fast alle, mit denen er eine gemeinsame Vergangenheit teilt, kommen vorbei. Eins hätte der neue Bundesbeauftragte doch noch gern gewusst. Was dachten seine ehemaligen Stasi-Offiziere, als sie diese Nachricht hörten? Herr Roland Jahn hat damit die erforderliche absolute Mehrheit der Stimmen erreicht. Er ist damit zum Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gewählt.